Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Matthias Laux, tätig für den Deutschen Fachverlag, unterwegs für den Packreport. Heute Tag 2, wieder auf der Anuga Foodtech 2022 in Köln. Jetzt am frühen Nachmittag, dankenswerter Geiste, zu Gast am Stand von KHS an meiner Seite, Stefan Knappmann, Vertriebsleiter Nord. Herr Knappmann, habe ich das richtig gesagt? Alles korrekt. Herzlich willkommen auf unserem Messestand. Herr Knappmann, freut mich sehr, hier zu sein. Ganz bekanntes Unternehmen, natürlich in der Verpackungsbranche, müssen wir, glaube ich, nicht näher darauf eingehen, was KHS alles liefert. Jedoch, Sie haben mich gleich korrigiert und völlig zu Recht, eigentlich eher im Getränkesegment zu Hause, ne? Das ist korrekt. Wir kommen klassischerweise aus dem Getränkesektor. Viele kennen uns natürlich für die Abfüllung von Mehrwegflaschen, Dosen, Keckanlagen, was auch immer. Wir haben eigentlich schon immer, haben wir auch Lösungen angeboten für den Food-Bereich, gerade im Bereich Verpackung, ja. Aseptisches Abfüllen und andere Anwendungen. Viele haben uns aber leider nicht so ganz im Fokus, irgendwie, was dieses Thema angeht. Aber ich denke, aufgrund der Anzahl der Messebesuche, die wir jetzt schon hatten, ja, und auch noch hoffentlich in den nächsten beiden Tagen haben werden, gehe ich davon aus, dass wir dieses Bild dann auch so ein bisschen vielleicht korrigieren können. Genau, ich habe mich ein bisschen vorbereitet, habe Ihre Messevorbericht nochmal durchgelesen und habe auch gelernt, hier haben wir tatsächlich eine echte Neuerung stehen. Herr Knappmann, haben Sie mir gerade vorhin schon ein bisschen ausgeführt, was ist hieran das besonders Spannende? Stichwort auch Nachhaltigkeit, das Hyperthema überhaupt. Ja, also es ist genau, wie Sie gesagt haben. Ja, also ich sag mal, wir sind ja verstärkt vor 4 bis 5 Jahren in das Thema Umwelt eingestiegen. Fridays for Future schwingt da so ein bisschen mit. Endverbraucher haben mittlerweile auch ein etwas anderes Bewusstsein für Konsumverhalten. Und in dem Hinblick haben wir eigentlich eine alte Technik, die es schon in der Foodindustrie gab oder auch immer noch gibt, haben wir jetzt versucht, etwas abzuwandeln. Man sieht es also an dem Paperpack. Wir verzichten hier komplett auf die übliche Schrinkfolie oder was heißt übliche, aber die sieht man doch sehr häufig noch immer im Markt. Verzichten wir zu 100%. Wir verpacken hier das Produkt sauber und steril mit einem nachhaltigen Produkt. Das ist im Endeffekt reines Papier, das etwas verstärkt ist. Das heißt, aus nachhaltig nachwachsenden Rohstoffen und das Recycling ist auch zu 100% gegeben. Gleiches haben wir hier auf den Trays, wo wir die Gläser haben mit Schokocreme. Und lassen Sie mich kurz anhaken, das geht nicht zulasten der Funktionalität. Nein, es geht nicht zulasten der Funktionalität. Natürlich habe ich hier gewisse Features, die ich berücksichtigen muss an der Stelle. Es ist nicht zu 100% vergleichbar, aber ich denke, hier steht wirklich der Gedanke der Nachhaltigkeit und des Umweltbewusstseins steht hier ganz klar im Vordergrund. Gibt es hier vielleicht schon Erfahrungswerte von Ihren Kunden, aber vielleicht auch von Ihnen, was das Handling angeht, in der gesamten Kette, die so eine Verpackung durchlaufen würde? Also das ist ein guter Aspekt. Also wir machen immer wieder die Erfahrung, dass gerade der Handel neuen Sachen gegenüber immer etwas zurückhaltend ist. Das hat auch ein bisschen was mit Endkonsumentenverhalten zu tun an der Stelle. Weil viele, die in den Supermarkt gehen, möchten die gewohnten Produkte, auch die Umverpackungen zu diesen Produkten, doch immer wieder so haben, wie sie es seit, ich sag mal, Jahren gewöhnt sind an der Stelle. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Und auch beim Endkonsumenten müssen wir hier eine gewisse Umstellung erzeugen. Da ist natürlich auch der Handel mitgefragt, dieses möglicherweise auch für sein Marketing entsprechend nutzen zu können. Ja. Man sieht hier, wir haben hier jetzt extra mal ein Bio-Produkt genommen. Das sind also Bio-Heidel- und Preiselbeeren. Und ich sag mal, wir haben das ja jetzt ganz bewusst gemacht, weil ich sag mal, Bio-Produkte, wissen wir alle, sind etwas teurer als herkömmliche Produkte. Aber die Leute, die bereit sind, für Bio-Produkte mehr auszugeben, sind unter Umständen auch bereit, etwas mehr zu bezahlen, weil die Verpackung möglicherweise etwas teurer ist. Und ich würde unterstellen, auch sensibilisierter zu erkennen, dass die Verpackung und das Produkt in diesem Fall konform gehen. Genau, weil was bringt das, wenn ich ein nachhaltiges Produkt habe, wie hier zum Beispiel Bio, Heidel oder Preiselbeeren und dann verpacke ich es möglicherweise in einem Kunststoffbehältnis und schrumpfe es dann noch ein mit einer herkömmlichen Schrumpffolie. Gibt es aber auch noch im Regal? Gibt es auch noch im Regal. Ich glaube, das wird auch lange Zeit noch weiterhin seine Berechtigung haben. Es wird nach wie vor Endverbraucher geben, die auch weiterhin da zugreifen. Aber wie gesagt, seit 3, 4, 5 Jahren, seit die Diskussion um Umwelt
Plastik in den Weltmeeren immer, immer stärker wird. Fridays for Future hat bestimmt auch so einen gewissen Anteil. Er setzt da auch bei vielen, die sich möglicherweise vorher noch nicht so darüber Gedanken gemacht haben, eine gewisse Bewusstseinsänderung ein. Nun sind wir uns beide hoffentlich einig, ohne Kunststoffverpackung wird es nicht gehen. Also keiner hat noch Kunststoffverpackung. Es soll da nicht auf einen Packstoff eindreschen und auf den anderen. Ne, das haben wir ja ganz oft so. Ich weiß, wir können das besser abbilden, einfach als Fachmagazin. Lassen Sie uns aber darauf gehen, noch ein bisschen den Blick weiten. Also weg von diesem konkreten Produkt, sondern einfach auf zwei kleine Aspekte noch eingehen. Stichwort Corona. Omnipräsent hier. Ich sag's, wie es ist. Im Februar war hier auf der ProSuite. Da hätten wir beide noch eine Maske aufgehabt. Das ist so. Also wir sind da auch ganz ehrlich, die Standplanung hat noch unter Corona-Bedingungen stattgefunden. Üblicherweise ist die Bestuhlung auch so, dass sie Corona-konform noch ist. Die Beschränkungen sind jetzt aufgehoben. Was wir festgestellt haben, ist, dass viele Kunden oder Interessenten, die wir normalerweise haben, die aus dem asiatischen Bereich kommen, dass die nicht so stark vertreten sind wie sonst. Auch Leute aus Übersee wie Südamerika, USA und so weiter. Sind normalerweise auf solchen Messen, genauso wie München oder Nürnberg, unsere Messen, sind immer sehr, sehr stark vertreten. Und ich sag mal, wir hatten jetzt schwerpunktmäßig doch eher Leute aus dem Bereich Dach oder Zentraleuropa auf dem Stand. Ja. Bin auch mal sehr gespannt, wie sich das im Laufe dieses Jahres entwickeln wird. Stehen ja noch viele bedeutende Messen an. Ich denke, Sie werden auch noch auf einigen vertreten. Ja, wir sind im September, unter anderem sind wir in München auf der Drinktec. Ja, das ist ja mit so eine unserer Hauptmessen. Da wird es natürlich dann auch nochmal spannend werden, weil dann geht es ja schon wieder auf den Herbst zu. Wir haben jetzt zweimal in den letzten beiden Jahren erlebt, dass gerade zum Herbst hin die Fallzahlen doch nochmal steigen. Und deshalb wird wahrscheinlich dann die Zeit auch eine spannende werden. Ja. Ich erinnere mich, nenne keinen Namen, letztes Jahr fantastisch kurzfristige Messeabsage im November bekommen. Aber so ist es halt. Wie würden Sie sagen, zum Abschluss hin, lassen Sie so einen kleinen Ausblick wagen, auch vielleicht für KHS selbst. Was erwarten Sie sich noch von diesem Jahr? Lassen wir mal die Messen weg, haben wir eben gesagt, Unsicherheitsfaktor. Ist es ein Jahr des Aufbruchs, ein Jahr des Wiederbeginns? Wie definieren Sie das und was sagen Sie, was kann dieses Jahr, was muss dieses Jahr noch passieren, damit wir zufrieden sind? Also ich mache jetzt erstmal ein kleines Review. Ich gehe jetzt mal aufs letzte Jahr ein, was ja auch schon sehr stark von Corona geprägt war. Ich kann nur sagen, das letzte Jahr war hinsichtlich des Auftragseingangs das erfolgreichste Jahr, das KHS in der über 140-jährigen Geschichte hingelegt hat. Wie erklären Sie sich das? Wir hatten am Anfang von Corona hatten wir wirklich ein Projektrückstau. Also keiner wusste so richtig, was kommt jetzt wirklich auf uns zu. Was heißt das eigentlich überhaupt, weltweite Pandemie? Und jeder, also man hatte wirklich so den Eindruck, Projekte sind bearbeitet worden und dann hieß es aber, wir haben die Pandemie und jeder hat den Stift fallen lassen und gesagt, jetzt warten wir erstmal ab und gucken, was passiert. Das heißt, es waren durchaus 6, 7, 8 Monate, wo das Kaufverhalten von Kunden sehr, sehr, sehr gedämpft war. Und dieser Rückstau, der hat sich dann, sage mal, ins Jahr 21 entladen und wir waren natürlich gerade deswegen auch im Jahr 21 sehr, sehr, sehr erfolgreich. Arbeiten Sie an der Belastungsgrenze? Also das Unternehmen, wo arbeiten Sie, würden Sie sagen, oder ist da noch Luft nach oben? Stichwort Auftragseingang, Stichwort Neukunden. Also wir haben immer Platz nach oben. Also es wird nie, 110% gibt es ja eigentlich nicht. Also wir fahren nicht auf 100% Volllast. Unser Ziel ist auch weiterhin zu wachsen. Das heißt, wir wollen Kunden, die wir möglicherweise verloren haben, irgendwann mal wollen wir zurückgewinnen und auch neue Kunden mit solchen Produkten möglicherweise in der Food Branche wollen wir dazu gewinnen, klar. Prima. Dann wünsche ich Ihnen dabei viel Erfolg. Ich sage herzlichen Dank für Ihre Zeit, Herr Knappmann. Wunderbar. Und Sie bleiben bitte dran. Geht weiter heute an Uber Foodtech, Tag 2, Messeberichterstattung im Bewegtbild. Mein Name ist Matthias Lauchs, unterwegs für den Packreport. Bis dahin alles Gute. Vielen Dank.